Ich darf euch einladen, jetzt den ersten Johannesbrief im 4. Kapitel aufzuschlagen. Ihr habt es gemerkt, dass wir in dieser Predigtserie über das Wesen Gottes einzelne Eigenschaften dieses Gottes, wie er ist, Stück für Stück betrachten wollen. Wir haben gerade von Werner gehört von der Allgegenwart Gottes. Und ich darf jetzt einige Gedanken mit euch teilen zu der Liebe Gottes. Als mein Junge zum ersten Mal, nachdem ich ihm das schon zigmal gesagt hatte, nachdem er zum ersten Mal plötzlich zurückantwortete und sagte, hab dich auch lieb, Papa, dann war das ein unwahrscheinliches Glücksgefühl. Aber lass uns mal kurz darüber nachdenken. Und ich muss darüber nachdenken. Der kleine Knirps sagt, hab dich lieb. Also quasi mit anderen Worten, ich lieb dich, mein Papa. Und da muss ich ja mir die Frage stellen, was genau meint er eigentlich? Was versteht er jetzt selbst darunter, wenn er zum ersten Mal dieses Wort so ausspricht und jemandem sagt, dass er ihn lieb hat? Er hat dahinter ja eine konkrete Vorstellung davon, was es bedeutet, lieb zu haben. Und die Folgefrage ist, woher hat er denn seine Vorstellung davon, was es bedeutet, jemanden lieb zu haben? Ja, er hat sie beispielsweise von mir, am meisten von uns als Eltern. Ich habe ihm schon mehrfach gesagt, dass ich ihn lieb habe und er sieht, wie ich mit ihm umgehe. Und daraus entwickelt er eine eigene Vorstellung davon, das bedeutet scheinbar, lieb zu haben. Und dann ist meine nächste Frage, ja, aber Moment, wenn ich jetzt meinem Sohn Liebe weitergebe und er entwickelt dann sein Verständnis davon und dann wird er später mal seinen Sohn lieb haben und sein Sohn wird dann wiederum seinen Sohn lieb haben, ist das dann so ein bisschen wie bei dem Spiel Stille Post? So irgendwo fängt es an und dann endet es aber doch bei einer ganz anderen Vorstellung davon, was Liebe ist. Und das führt uns zu der Frage, kann man denn überhaupt zum Punkt kommen, wenn es so viele unterschiedliche Vorstellungen von Liebe gibt, kann man überhaupt dahin kommen zu sagen, das ist Liebe. Das ist Liebe. Wenn Liebe eine konkrete Definition hat, welche ist es? Das, was ich von meinem Vater erfahren habe, das, was ich weitergebe, das, was ich um mich herum bei anderen Menschen sehe? Es gibt ungefähr so viele Vorstellungen von Liebe wie Menschen auf diesem Planeten. Was ist denn die Definition? Und wenn es eine Definition gibt davon, was Liebe ist, dann ist natürlich eine sehr persönliche Frage. Anhand dieser Definition darf ich dann noch von mir sagen, dass ich ein liebevoller, ein liebender Mensch bin? Gemäß Evolutionstheorie, die ja von einem Urknall aus dem Nichts ausgeht, quasi nichts explodiert und alles ist da. Gemäß dieser Weltanschauung war natürlich vor dem Urknall tatsächlich nichts da. Auch keine Liebe. Liebe ist nicht irgendwo absolut vorhanden gewesen. Es gab sie schlicht und ergreifend gar nicht. Und insofern, wenn man das glaubt, dann glaubt man ja auch, dass dann irgendwann plötzlich so die Moleküle sich ganz wunderbar zusammenfügen zu einer ersten lebenden Zelle, die dann auch nicht nur das geschafft hat, sich zu ergeben, sondern die auch direkt in der Lage ist, sich zu multiplizieren und alles an Veranlagung hat, um sich zu vervielfältigen. Und dann fragt man sich natürlich, okay, dann scheinbar einfache Organismen entwickeln sich, ja, und irgendwann kann man dann so von einem Tier vielleicht sprechen und irgendein Tier hat dann vielleicht mal angefangen, so ein anderes Tier, keine Ahnung, zu signalisieren, guck mal, da ist Futter und irgendwann entwickelt man dann so eine Vorstellung so und ab da war es dann Liebe oder wie dürfen wir das verstehen? Also wenn es wirklich nur den Urknall gibt, Leute, dann muss man das ganz klar sagen, dass es so etwas wie Liebe eigentlich gar nicht gibt. Es gibt nur Ideen und alles entwickelt sich. Dann ist das auch mit der Liebe eine ganz gemütliche Sache, denn dann ist Liebe sowas wie Geschmacksfrage. Du machst das auf deine Weise, ich mach das auf meine Weise, aber die wissenschaftliche Methode kann uns keine Definition von Liebe geben. Und das ist
Wichtig zu wissen, denn wir leben in einem Land, was einerseits zunehmend atheistischer wird und gleichzeitig immer religiöser. Und was meine ich damit? In unserer Gesellschaft wird es immer atheistischer, in dem Sinne, dass Leute sagen, sie leben nicht so, aber sie sagen, dass sie nicht bereit sind, etwas zu glauben, was ihnen nicht die Wissenschaft bestätigt. So quasi, mein Leben führe ich auf dem, was bewiesen ist. Und das Ironische daran, dass Menschen das so strikt behaupten und deshalb auch die Existenz eines Gottes ausschließen, weil Gott mit der wissenschaftlichen Methode, die ja das Geschaffene untersucht und nicht dahinter blicken kann, zum Schöpfer, dass diese Menschen, die das sagen, gleichzeitig fest an die Liebe glauben und die Liebe für wichtig halten und an der Liebe festhalten. Alle schreien nach Liebe, alle schreien gegen den Rassismus, alle schreien und setzen sich ein für Akzeptanz, für eine gerechte Gesellschaft, für Love and Peace. Und während die Menschen die Wissenschaft so hochhalten, beweisen sie doch mit ihrem Leben, dass sie eben nicht rein nach der Wissenschaft leben, sondern dass aus irgendeinem Grund, den sie nicht erklären können, Liebe für sie sehr, sehr zentral ist. Woran liegt es, müssen wir fragen, dass dieses Phänomen der Liebe so tief in uns sitzt? Warum geht es uns nicht nur ums Überleben? Woran liegt es, dass der Mensch so glücklich ist, wenn er geliebt wird und so verletzt und zerbrochen ist, wenn er nicht geliebt wird? Woran liegt es, dass ein Mensch, wenn er auf dem Sterbebett liegt, sich nicht damit beschäftigt, Serien zu gucken oder Nachrichten oder noch Rechnungen zu bezahlen oder seine Errungenschaften und Trophäen zu betrachten? Woran liegt es, dass Menschen auf dem Sterbebett ihre Liebsten um sich herum haben wollen? Und andererseits vielleicht noch auf dem Sterbebett genau da Reue empfinden und eine Last tragen, wo sie versagt haben zu lieben. Woran liegt das? Wissenschaft gibt dir dafür keine Antworten. Und bei all den Errungenschaften, die der Mensch doch bis heute erreicht hat, auch in der Wissenschaft, was wirklich so ist, ist es doch so, die Menschheit, wenn wir sie anschauen, ist immer noch verloren, wie seit jeher. Die Antwort darauf kann dir nur Gott geben. Und ich möchte 3 Punkte mit uns heute teilen. Erstens, die ewige Liebe Gottes. Zweitens, die gebrochene Liebe dieser Welt. Und drittens, die erfahrene Liebe, die erfahrbare Liebe des Christus. Zunächst einmal die ewige Liebe Gottes. Hier findest du alle Antworten, warum wir so sind, wie wir sind. Und da kommen wir zu 1. Johannes Kapitel 4, ich möchte Vers 8 mit euch lesen. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. In keiner Philosophie und in keiner Religion wirst du so eine Aussage hören wie hier in diesem Satz. Es gibt Gott. Und dieser Gott, wie es hier drin steht, ist, er ist Liebe. Liebe ist nicht die einzige Eigenschaft Gottes, aber da es hier so formuliert ist, dass Gott Liebe ist, lernen wir etwas sehr Wichtiges darüber, wie wir die Eigenschaften Gottes zu verstehen haben. Denn Gott ist nicht ein bisschen oder ein Teil Liebe und ein Teil Gnade und ein Teil Allmacht und ein Teil Allgegenwart und dergleichen. Nein, Gott ist nicht die Summe seiner Eigenschaften. Quasi Güte plus Liebe plus Zorn und irgendwann hast du dann ist gleich Gott. Nein, und das müssen wir verstehen. Gott ist kein geteiltes Wesen. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein einfaches Wesen. Gott ist kein zweifaches und kein zehnfaches und kein zwölffaches Wesen. Gott ist ein einfacher, ewiger Geist, der allmächtig ist. Das bedeutet, wenn es hier heißt, Gott ist Liebe, dann beschreibt das einfach die Tatsache, dass Gott nicht nur zum Teil diese Eigenschaft besitzt,
da ist ein bisschen Platz in Gott für Liebe. Nein, es geht so weit, dass der Gott, der lebendige Gott und der Gott, an den wir glauben, er ist die Liebe. Gott ist nicht fremd, er ist kein Fremdkörper, er ist keine anonyme Energie, sondern es heißt tatsächlich und wirklich, dass dieser Gott die Liebe ist. Was bedeutet, Liebe ist in seinem Wesen verankert. Wenn ich von dir sage, du bist ein Mensch, dann bedeutet das unter anderem, dass Menschsein in deiner Identität wurzelt. Und das hat zur Folge, dass du dich in keinem Moment, ob du wach bist oder schläfst oder wie es dir geht, du musst dich in keinem Moment dafür entscheiden, Mensch zu sein. Und du musst dich in keinem Moment anstrengen, um dein Menschsein nicht zu verlieren. Nein, du bist Mensch. Gott ist Liebe. Er ist einfach die Liebe. Er nimmt seine Liebe von niemand anderem. Er braucht nicht die Liebe irgendjemand anderes. Er versucht auch nicht zu lieben, sondern unser Gott ist die Liebe. Er liebt einfach. Und weil er Liebe ist, hat er auch schon immer geliebt. Liebe ist kein Zufallsprodukt und ein sich wandelndes Produkt der Evolution, sondern Liebe ist in Gott ewig da gewesen. Und Jesus sagt es im Johannesevangelium folgende Weise. Und da bekommen wir etwas, was die Wissenschaft uns niemals geben könnte. Einen Einblick in eine Zeit, als Raum und Zeit noch nicht da waren. Dort betet Jesus in Johannes 17,5 zum Vater. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da war Gott, bevor es Raum, Zeit oder Materie gab. Und da war auch Liebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie können wir uns diese Liebe denn nur vorstellen? Wie können wir ein adäquates Bild davon bekommen, was es bedeutet, dass Gott Liebe ist und was dies für uns bedeutet, die wir sein Volk sind? Und da bekommen wir nicht so viele Einblicke in der Bibel, wie genau diese Liebe tatsächlich aussah. Ja, wir könnten es ja noch nicht mal sehen mit unseren Augen. Es ist zu groß und zu herrlich, wie diese Dreieinigkeit untereinander vollkommen liebte. Jesus sagte beispielsweise, als er auf dieser Welt war, dass ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters. Das ist also ein Einblick in die Liebe der Dreieinigkeit. Jesus ist darauf bedacht, nicht das zu tun, was er will. Liebe bedeutet, man sucht danach, das zu tun, was der andere will, was der andere möchte. Jesus sagte über seinen Vater, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben, auch das Gericht, auch die Herrschaft. Das heißt, da ist ein Vater, der seine Liebe zum Ausdruck bringt von aller Ewigkeit, dass er seinem Sohn alles gibt. Und Jesus sagte vom Heiligen Geist, er wird kommen und er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist ist hier auf der Erde, nicht um sich selbst zu verherrlichen, sondern er ist hier, um uns die Herrlichkeit eines anderen zu zeigen, die Herrlichkeit von Jesus Christus. Das heißt, die Liebe des Heiligen Geistes zum Sohn kommt in so einer Weise zum Ausdruck, dass er uns dabei hilft, die Schönheit und Größe und den Glanz der Majestät des Herrn aller Herren zu erkennen. Er blickt auf Christus. Er will uns zu Christus leiten. Wie war und wie ist diese Liebe jenseits dieses Universums in der Gottheit selbst? Vollkommen und ein sich völliges Hingeben und ein sich völliges Aufgeben für das Glück des anderen. Das ist Liebe in Gottes Sinn. Und wenn wir einen Einblick bekommen wollen, wie Gott sich denn hier die Liebe vorstellt in einer gefallenen und von Sünde befleckten Welt, da bekommen wir einen Einblick in 1. Korinther 13. Wie sieht Liebe aus? Und das ist ja wohlgemerkt nicht die Liebe in der Dreieinigkeit. Denn wie ihr es im Abschnitt sehen werdet, das ist eine Liebe, die dargestellt wird, wie sie eben nicht von Sünde befleckt ist, wie es in dieser Welt so oft der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz sehen wir hier, wie Liebe unter uns Menschen aussehen sollte, wie Gott es sich vorstellt.
1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist geduldig, sie ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Liebe tut sich nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie erduldet alles. Und sie hofft alles. Stell dir doch nur mal vor, da wäre jemand, der dich in jedem Moment deines Seins so liebt, der nicht das Seine sucht, sondern das Deine, der das Böse dir nicht zurechnet, der fest an dir hängt, der nicht neidet, nicht sich aufbläht, sondern dich höher schätzt als sich selbst. Ja, wie können wir uns die Liebe in Gott nur vorstellen? Jedenfalls wissen wir so viel. Gott, Vater und Sohn und Geist ist der eine Gott und er ist Liebe in seiner Person. Und dieser Gott hat das Universum gemacht. Dieser Gott, der überfließt von Liebe und der die Quelle, die Identität der Liebe in sich selbst Wurzeln hat. Dieser Gott hat das Universum gemacht und dieser Gott hat den Menschen, dich und mich gemacht, um zu lieben und um geliebt zu werden. Und zwar in dieser Weise, wie Gott liebt. Dafür sind wir gemacht. Und Gott macht so klar, dass für ihn Liebe das Größte ist. Das haben wir gerade gesehen und das steht auch noch einige Verse weiter in diesem Kapitel in 1. Korinther 13. Liebe ist das Größte. 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel aller Unterweisung ist Liebe. Jesus sagte zu seinen Jüngern, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist das Gebot, so zu lieben, wie Gott liebt. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist zuallererst Liebe. Und das höchste Gebot gab der Herr Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, Willen, Verstand, Kraft, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, Gott ist in sich selbst ewige Liebe, ewige, völlige, vollkommene Liebe. Und somit ist Gott auch das eine wahrhaft glückliche Wesen, das existiert, in ganzer Fülle und im absoluten Sinn. Und er schuf diese Welt und den Menschen als Krone der Schöpfung, dich und mich, im Bilde Gottes. Und er hat uns geschaffen dafür, um Anteil zu haben an der Liebe dieses Gottes, die aus ihm herausfließt. Und auch einander Anteil zu geben, indem wir einander lieben. Und dadurch etwas widerspiegeln von dem, dass Gott uns in seinem Bild kreiert hat. Aber wir wissen, zweitens, die Liebe in dieser Welt ist eine gebrochene Welt. Eine zerbrochene Liebe. Das ist der zweite Punkt, die gebrochene Liebe dieser Welt. Hast du gerade mitbekommen, dass Gott definiert, was Liebe ist? Gott sagt, was Liebe ist. Und das ist Liebe. Nicht das meine, das des anderen. Völlige Hingabe für den anderen. Ein sich völliges Entleeren zugunsten des anderen. Das ist Liebe. Und diese Liebe haben wir in dieser Welt untereinander, egal von wem, weder selbst empfangen, noch haben wir diese Liebe, und nicht diese Liebe, sondern allgemein Liebe, noch haben wir Liebe in dieser Weise anderen Menschen weitergegeben. Dass wir nicht so geliebt werden in dieser Welt, wie wir es in Gott sehen, das hat zur Folge, dass wir eine tiefe Sehnsucht in uns erkennen, eine Sehnsucht nach jemandem oder etwas, nach jemandem, der uns tatsächlich und völlig und grenzenlos liebt. In jedem Moment. Das ist eine tiefe Sehnsucht, die du nicht in dir leugnen kannst. Und egal, wo du sie suchst, du sollst heute hören, Gott ist Liebe. Er ist
liebe und niemand anders und nichts anderes. Und dass wir selbst nicht so lieben, wie wir es sollten, denn das ist Liebe. Dass wir nicht selbst so lieben, das zeigt uns, dass wir unser Ziel, unser Lebensziel und unseren Lebenssinn als Geschöpfe schlicht und ergreifend verfehlt haben. Wir wurden geschaffen, um zu lieben und geliebt zu werden. Beides fehlt. Das ist eine Scheiterung. Und insofern wir selbst nicht geliebt haben, trennt uns das von Gott. Insofern wir ihn nicht geliebt haben, nach seiner Definition von Liebe, nämlich völlig, mit aller Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit jedem Atemzug, da sind wir schuldig geworden und haben unser Lebensziel verfehlt. Ja, lass mich dich fragen, wie viele Momente kannst du in deinem Leben aufzeigen, in denen du so geliebt hast, in denen du so deinen Macher und Erhalter und Schöpfer geliebt hast, in denen du deine Mitmenschen, sei es auch deine eigene Frau und deine eigenen Kinder, so geliebt hast. Und jeder, der Vater oder Mutter ist, der hat bereits die Erfahrung gemacht. Denn bevor man ein Kind bekommt, da sagt man sich, dieses Geschöpf werde ich wirklich lieben. Und das sagt man sich noch stärker wie bei der eigenen Frau. Zumindest kenne ich das so aus meiner Erfahrung. Dass ich weiß, da ist ein kleines, winziges Geschöpf, das mich so braucht. Und dieses Geschöpf werde ich lieben. Und dann kommt der erste Moment, wo du verstehst, deine Liebe hat versagt. Du bist so laut geworden. Du hast dich getäuscht. Du warst nicht da. Hast nicht die Aufmerksamkeit gegeben oder anderes. Nein, unsere Liebe ist gebrochen. Und dafür sind wir schuldig, denn wir wurden für etwas viel Höheres geschaffen von Gott. Geliebt zu werden und zu lieben. Nein, unsere Liebe und alle Liebe, die wir in dieser Welt sehen, sind Scherben einer einst herrlichen und begehrenswerten und wundervollen Vase. Es sind nur Scherben übrig. Aber ja, Scherben sind übrig. Es ist eine gebrochene Liebe. Und genauso können wir mit Sicherheit sagen, jede Liebe, die du jetzt gerade erfährst, die Liebe deiner Frau, die Liebe deiner Kinder, die Liebe deiner Eltern, die Liebe deiner Freunde, die Liebe, wo kann man überall hinzeigen, wo man nicht überall sich Liebe holen kann oder zumindest versucht, es zu tun. Jede Liebe hier ist schon sehr bald vorbei. Jede Liebe ist zeitlich begrenzt durch den Tod. Alles wird letztendlich genommen. Bei Gott vollkommene Liebe. In dieser Welt eine zerbrochene Liebe. Und wenn wir noch einen weiteren Schritt tun, dann können wir sagen, in der Hölle gar keine Liebe. Und die Bibel zeichnet unterschiedliche Dinge davon, wie es in der Hölle, in der Verdammnis sein wird. Aber mach dir heute zumindest diesen einen Aspekt bewusst. Die Hölle ist ein Ort, wo jede Restliebe tot sein wird. Aber nicht dein Verlangen danach. Sehnst du dich, oh Mensch, sehnst du dich nicht aus diesem Kreislauf der zerbrochenen Liebe und dieses leerbleibenden Hungers nach Liebe herausgerettet zu werden? Sehnst du dich nicht nach jemandem, der dich liebt, der sich für dich hingibt und jeden Moment mit seinem ganzen Wesen dich liebt? Sehnst du dich nach so jemandem? Es ist unfassbar, aber diesen jemanden gibt es tatsächlich, denn der lebendige Gott ist genauso. Er ist die Liebe. Er ist die Quelle der Liebe. Und aus ihm sprudelt Liebe ohne Ende. Er kommt nicht an die Grenzen seiner Liebe. Oh, wie schnell und wie oft bin ich schon an die Grenzen meiner Liebe zu meiner Frau gekommen, zu meinen Kindern, zu euch hier. Wie schnell und wie oft und wie schmerzhaft ist das alles. Aber da ist einer und er ist die Quelle. Und aus ihm kommt Liebe ohne Ende. Und Spurgeon erzählte mal in seiner Predigt die Geschichte eines Fisches. Das Metropolitan Tabernacle war ja in der Nähe von dem Fluss, der durch London fließt, die Themse. Und er erzählte von diesem Fisch, der plötzlich Angst hatte, dass, weil er die ganze Zeit ja das Wasser durch seine Kiemen saugt, dass das Wasser irgendwann weg ist, dass er die Themse leer getrunken hat. Und er sagte in der Predigt nur, oh kleiner Fisch, du wirst niemals die Themse ausschöpfen können. Und dann sagte er, oh kleiner Christ,
du wirst mit deinem Leben niemals die 1000 Ozeane der Liebe Gottes ausschöpfen oder gar verstehen können. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Damit komme ich von der Gebrochenheit dieser Welt zu dem dritten Punkt, nämlich die erfahrbare Liebe des Christus. Und da bitte ich euch, da wir jetzt wirklich an einem Bibeltext auch hier etwas sein werden, Epheser Kapitel 3 aufzuschlagen. Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 19. Und das lese ich uns. Hier schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Ephesus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmel und auf der Erde benannt wird, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Das ist ein Paulus-Satz gewesen. Das war gerade ein Satz. Mein Ziel ist jetzt nicht, mit euch Schritt für Schritt da durchzugehen. Aber eins steht fest. Paulus redet hier zu Gläubigen. Und für diese Gläubigen betet er hier in diesem Text. Und was ist das Ziel seines Gebets? Was könnte man denn erwarten, was er hier betet? Man könnte erwarten, da er ja auch in den ersten drei Kapiteln über all das spricht, was Gott unter ihnen getan hat, man könnte erwarten, dass er jetzt sagt, und deshalb bete ich jetzt, dass ihr bei all der Gnade und Liebe, die Gott euch geschenkt hat, jetzt richtig Gas gebt für Jesus und ihm richtig mit aller Kraft dient. Das ist mein Gebet. Nee. Er sagt zu ihnen, mein Gebet für euch ist, dass der Herr euch schenkt, dass ihr seine Liebe verstehen könnt, dass ihr seine Liebe, die Liebe des Christus, erkennen könnt. Und er schreibt es hier ja quasi vierdimensional. O möget ihr die Höhe und die Tiefe und die Breite und die Länge der Liebe des Christus doch nur erkennen. Das sagt er zu denen, die bereits errettet sind. Das sagt er zu denen, die Gott bereits geliebt hat. Lass uns mal ganz kurz hier zurückgehen. Nämlich, er sagt, und das beginnt ja die ersten drei Kapitel und einfach so, Geschwister, lest euch doch den Epheserbrief einfach mal durch. Ich habe heute Morgen den Epheserbrief einmal gelesen und das war einfach, wow, das ist mein Gott, wow. Ja, das ist eine Erinnerung daran, wer mein Gott ist und wie sehr er liebt. Und Paulus hat genau so diesen Ephesern, die bereits gerettet waren, die bereits die Liebe Gottes in Christus empfangen hatten, diesen Christen schreibt er hier so viel über die Segnungen Gottes und über die Liebe Gottes. Es beginnt in Kapitel 1, Vers 3, da sagt er, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Direkt im nächsten Vers. Wie zeigt Gott seine Liebe? Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig vor ihm seien. Nächster Vers. Er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Nicht nur errettet vor dem Zorn und vor der Hölle, sondern er wollte Söhne und Töchter aus uns machen. Er hat uns, Vers 8, überströmen lassen in aller Weisheit den Reichtum seiner Gnade. Er hat uns seinen Willen kundgetan. Er hat uns die Schuld vergeben. Und dann ab Vers 13, er hat uns versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Ja, Gott selbst kommt in unser Leben hinein, so sehr liebt er uns. Aber da hört es nicht auf. Er hat uns, die wir jetzt
in Jesus Christus sind, hat Jesus als unser Haupt hier als Gemeinde gegeben, mit dem wir direkt verbunden sind und der hier wohnt unter uns. Kapitel 2, er hat uns, als wir geistlich tot waren. Und das bedeutet es, von Gott getrennt zu sein. Du bist in Gottes Augen tot. Deine Liebe ist tot, denn sie ist nicht wahre Liebe gemäß Gottes Definition von Liebe. Und wir, die wir tot waren, hat er um seiner vielen Liebe, Vers 4, mit der er uns geliebt hat, lebendig gemacht in Christus Jesus. Er hat uns bereits jetzt einen Platz gegeben in seiner Himmelswelt. Er hat uns in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und das alles aus Gnade, auf Basis seiner großen Liebe zu uns. Und obwohl er das alles getan hat und das alles ein reiner Liebesakt war, und hier ist die ganze Zeit die Rede von, er hat das in deinem Leben getan, sagt Paulus hier, Kind Gottes, Gott ist noch lange nicht fertig mit seiner Liebe in deinem Leben. Und vielleicht musst du diesen Satz heute hören, den einst Spurgeon gesagt hat. Oh, kleiner Fisch. Oh, lieber Gläubiger. Liebe Gläubige. Der Ozean der Liebe Gottes ist so tief und weit. Und Gott hat den Wunsch, dass wir mit seiner Liebe erfüllt werden. Denn das ist das Endziel, womit das Gebet endet. Ihr sollt die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt seid mit der ganzen Fülle Gottes. Und direkt danach in Kapitel 4 geht das christliche Leben los. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Paulus sagt nicht, legt euch ins Zeug, und da kommen viele Befehle, legt die Lüge ab. Das heißt, es waren Christen, ja, wirkliche Christen. Da war aber immer noch Lüge im Spiel. Und an alle Unreinheit und Unzucht, alles ablegen, legt den alten Menschen ab. Also quasi, da war noch viel Baustelle unter diesen Gläubigen. Und auch du weißt ganz genau von dir, ja, du hast Kämpfe gegen die Sünde. Du bist noch nicht verherrlicht, du bist noch in dieser gefallenen Welt und da stolperst du und da fällst du. Zweifelst du an der Liebe Gottes? Denn bevor Gott dir sagt, leg diese Sünde ab, sagt er dir, oh, mögest du meine Liebe verstehen, die ich zu dir habe. Denn dann bist du erfüllt mit der Fülle Gottes und mit dieser Fülle wird es dir ein leichtes sein, meine Gebote zu halten. Oh, wie schnell laufen wir Gefahr, das Evangelium umzudrehen in unserem praktischen Leben. Dass uns die Sünde mehr vor Augen steht als Jesus Christus, der für unsere Sünde bezahlt hat und jetzt als unser Anwalt und Hohepriester und Fürsprecher bei Gott, dem Vater, ist. Und zwar in jedem Moment und sagt, Vater, geheiligt, vergeben, gerecht gemacht durch mein Blut, durch meine Gerechtigkeit, durch mein Werk am Kreuz. Hast du das vergessen? Dieser Gott will, dass bevor er uns sagt, und jetzt lebe würdig der Berufung, ist sein Ansinnen, dass du seine Liebe erkennst. Und das ist nicht damit getan zu sagen, Gott liebt dich. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, dass Gott mich liebt. Nein, es ist mehr. Es muss in unserem Herzen eine Realität werden, die nur der Heilige Geist schaffen kann. Dass wir wirklich mit der Liebe Gottes in Christus erfüllt sind. Das ist Gottes Sehnen und Gottes Wunsch. Und das möchte er dir schenken, wenn du danach fragst. Deswegen ist uns dieses Gebet hier im Wort Gottes übermittelt und aufgeschrieben, damit wir dieses Gebet zu unserem eigenen machen können. Und dieses Gebet zeigt, dass dies mit der Fülle der Liebe Jesu gefüllt zu werden, ist wiederum ein Akt Gottes. Darum muss man beten. Das tun wir nicht selbst. Aber wir können mit unserer Leere und mit unserem Hunger kommen und beten, Vater, schenke das, wie Paulus es hier betet. Schenke du es dieser Gemeinde, dass deine Liebe von uns erkannt wird, damit wir ein Leben leben können, würdig des Evangeliums. Die Liebe Gottes ist der Schlüssel. Die Liebe Gottes ist Alpha und Omega unserer Nachfolge. Die Liebe des Gottes, der die Liebe ist. Und das ist ein Akt der Dreieinigkeit. Zum Vater wird hier gebetet. Und Paulus betet, er möge euch seinen Geist geben, damit er euch die Kraft dazu gibt, die Liebe Jesu zu erkennen. Und er möge euch auch Christus geben, der in euren Herzen wohnt, damit ihr diese Liebe erkennen könnt. Das heißt, Gott in seiner Gesamtheit, der Gott, der in sich selbst die Liebe ist, Vater, Sohn und Geist, er kommt völlig und ganz zu uns herab, damit wir seine Liebe ganz und gar verstehen können. Gott schafft durch sein Werk am Kreuz eine Verbindung mit uns,
die fest ist und die uns der Liebe Gottes gewiss macht. Und wenn du noch nicht Anteil an dieser Liebe Gottes hast, möchte ich dir sagen, Gott hat trotz dieses Zerbruchs und trotz unserer Schuld und trotz unserer zerbrochenen und von Ego befallenen und verunreinigten Liebe, hat er den Weg freigemacht, indem er kam in Jesus Christus und indem er unsere Lieblosigkeit durch sich selbst ans Kreuz nagelte und Gericht vollzogen hat, damit du, wenn du darauf vertraust, dass er für dich in den Tod gegangen ist, er dir sein Leben und seine Gerechtigkeit zuspricht, aus Gnade allein durch den Glauben, indem du heute dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Und er wird kommen in dein Herz durch seinen Heiligen Geist und in dir wohnen. Und du wirst die Liebe Gottes erfahren, die er ausgießt in dein Herz durch den Heiligen Geist. Gott erträgt und erduldet seine Kinder nicht. Nein, er erduldet und erträgt diejenigen, die seinen Sohn, der am Kreuz gestorben ist, ablehnen. Diese erduldet und erträgt er, aber über seinen Kindern frohlockt er. Er freut sich über seine Kinder, die Zuflucht genommen haben in seinem Sohn Jesus Christus. Und wer will dich trennen von dieser Liebe Gottes in Christus? Tod oder Armut oder Krankheit oder Verfolgung oder irgendwelche Mächte, irgendwelche Geister, irgendwelche Kräfte? Du selbst? Nein, niemand kann dich scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Und so lade ich dich ein, bitte, gerade wenn du in deinem Glauben schwach geworden bist und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gegangen bist, nämlich dich selbst wieder zur Stärke zurückzuführen, komm zurück zur Basis. Seine Liebe ist die Quelle, nicht deine. Seine Liebe zu erkennen, bringt dich zur Fülle. Und das kannst du tun, indem du diesen Gott suchst und darum bittest, dass er dir das schenkt. Seine Liebesfülle, damit du voll wirst mit ihm und mit dem Heiligen Geist. Und dann dürfen wir würdig und können wir würdig des Evangeliums leben.